Hallo, hier ist Quer von PocketPC.ch und heute zeigen wir euch die App PPT ODP Remote Standard. Das ist diese App hier. Damit kann man eine PowerPoint-Präsentation auf dem PC hier im Hintergrund steuern. Man braucht dafür halt diese App und ein Programm auf dem PC, das ist dieses hier. Dann geht man hier, kriegt man, wenn man das startet, die interne IP von dem Smartphone. Die gibt man hier in diesem Programm ein und das PowerPoint-File, was man öffnen möchte. Dann klickt man auf Connect und das dauert hier ein bisschen. Hier öffnet sich die PowerPoint-Präsentation, die ich gerade gebastelt habe. Hier auf dem Smartphone selber sehen wir dann diese Anzeige. Man kann die Statusleiste ausblenden oben. Man kann den Wake-Lock einstellen auf keinen, abgeblendet oder voll. Wir machen jetzt mal abgeblendet. Und man kann die Schriftgröße verändern und dann kann man einfach Präsentation starten. Wie ihr hinten seht, am Bildschirm ändert sich das Ganze dann hier. Man hat jetzt hier folgende Möglichkeiten. Oben sieht man die ganzen Slides und kann hier nach links und rechts durchsliden. Wenn man die hier in der Mitte ist, das Hauptslide, das kann man also sozusagen, wenn man es nach rechts zieht, ändert sich das auch auf dem PC, so wie hier. Das ist natürlich für Präsentieren von irgendwelchen Präsentationen beim Kunden oder sowas ziemlich nützlich, weil man nicht immer auf irgendeinen kleinen Monitor starren muss oder so, auf seinem Notebook, sondern man kann das einfach auf dem Smartphone steuern und selber gucken. Und wie ihr hier seht, haben wir auch die Notizenfunktion, das heißt, ich habe zu dieser Präsentation ein paar Notizen hinzugefügt, die kann man jetzt hier lesen. Das Ganze ist kostenlos im Markt verfügbar, gibt es auch als Premium-Version, hat dann ein paar Features mehr, kostet dann 1 Euro. An sich jedenfalls eine super Sache, weil das jetzt auch mal eine nützliche App für Android ist. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch unseren Channel oder besucht uns auf www.pocketpc.ch. Vielen Dank!